Und jetzt das Heute-Journal. Guten Abend. Der Rücktritt kam dann jetzt doch schneller als gedacht. Wobei, ist es überhaupt ein ganzer Rücktritt oder nur ein zur Seite treten? Jedenfalls müssen Sebastian Kurz und sein engster Kreis, die Boygroup vom Ballhofplatz, aus dem dort ansässigen Kanzleramt ausziehen. Stattdessen übernimmt der bisherige österreichische Außenminister. Eine bemerkenswerte Kehrtwende. Gestern gab sich Sebastian Kurz ja noch überzeugt, dass er die Ermittlungen gegen ihn aussitzen kann. Zur Erinnerung, seine Leute sollen mit Steuergeld Jubelberichte in der Boulevardpresse gekauft haben. Oder wie einer seiner Spezies laut Chatprotokoll sagte, Kurz kann jetzt Geld scheißen. Wolf-Christian Ulrich über die neuesten Entwicklungen in Wien. Der Druck zu groß, die Lage aussichtslos. Am Abend trat Österreichs Kanzler Sebastian Kurz zurück. Was es jetzt braucht, sind stabile Verhältnisse. Ich möchte daher, um die Pattsituation aufzulösen, Platz machen, um Chaos zu verhindern und Stabilität zu gewährleisten. Es ist nicht das Ende der Regierung, aber das Ende einer außergewöhnlichen Kanzlerschaft. Die erste Koalition von ÖVP und Grünen auf Bundesebene, geprägt vom zunächst zögerlichen, dann straffen Management der Corona-Krise in weitgehend professioneller Zusammenarbeit. Schwierigkeiten allerdings machten zunehmend Skandale um Chats und Vetternwirtschaft, in die zunächst Kurz Vertraute verwickelt waren, schließlich auch er selbst. Die Hausdurchsuchung im Bundeskanzleramt, die direkten Ermittlungen gegen ihn wegen Anstiftung zur Bestechung und Untreue waren für die Grünen am Ende ein Skandal zu viel. Es steht Korruption im Raum, es steht Missbrauch von Steuergeld im Raum und der jetzige Kanzler ist nicht mehr amtsfähig. Die Grünen haben hoch gepokert und nun ihr Ziel erreicht, die Koalition mit neuem Kanzler. Ich habe als Obmann der Volkspartei, wir sind die stimmenstärkste Partei, den Bundespräsidenten Alexander Schallenberg als neuen Regierungschef vorgeschlagen. Schallenberg ist derzeit Außenminister, bisher unberührt von Chatskandalen, also untadelig, wie von den Grünen gestern gefordert. Der Vizekanzler am Abend zufrieden. Die ÖVP hat Außenminister Schallenberg zum Kandidaten für das Kanzleramt vorgeschlagen. Dies bedeutet, dass wir die Regierungsarbeit auf Basis des Regierungsprogramms fortsetzen können. Kurz politische Karriere war in Europa außergewöhnlich. Mit 26 Jahren Außenminister, mit 31 der jüngste Bundeskanzler der Republik. Seine Ausstrahlung als junger, erfolgreicher Konservativer hat ihm auch in Deutschland viel Aufmerksamkeit beschert, wohl auch im Kontrast zur deutschen Kanzlerin Merkel. Von der politischen Bühne verschwindet er nicht. Im Gegenteil, er wird die ÖVP im Nationalrat anführen. Der Clubobmann ist nach dem Bundeskanzler der zweitmächtigste Mann in einer Kanzlerpartei, mächtiger als alle Ministerinnen und Minister zusammen. Die offene Frage ist also, bleibt Sebastian Kurz ein Schattenkanzler, ein Strippenzieher im Hintergrund? Auch wenn er nicht mehr Bundeskanzler ist, Sebastian Kurz gibt erstmal weiter den Ton an. Dann schalten wir noch zu unserer Korrespondentin Britta Hilpert in Wien. Britta, das kam dann ja jetzt doch schneller als gedacht heute Abend. Was steckt denn hinter diesem Sinneswandel bei Sebastian Kurz? Ja, ich denke weniger der Druck der Straße als der Druck aus den Bundesländern. Dort haben die Granden der Landes-ÖVP wohl befürchtet, dass ihnen die Macht im Kanzleramt komplett verloren geht, wenn sie wirklich an Sebastian Kurz festhalten. Und so haben sie einen Weg gesucht, zusammen mit Sebastian Kurz, wie er da gesichtswahrend wieder rauskommt. Und so ist Sebastian Kurz nun, wie eine Ministerin es ausdrückt, einen Schritt zur Seite getreten. Einen Schritt zur Seite, um nämlich Clubobmann zu werden. Das ist der Fraktionschef hier im Nationalrat. Und weiterhin Parteiobmann, also Parteichef, zu bleiben. Und damit ist er in der Bundes-ÖVP weiterhin der mächtigste Mann. Insbesondere, wenn der Bundeskanzler parteipolitisch eine eher schwache Persönlichkeit ist. Und das ist Alexander Schallenberg. Er ist nicht bekannt für seine ÖVP-Hausmacht. Und werden die Grünen das denn so mitmachen, wenn dann weiterhin Sebastian Kurz im Hintergrund die Fäden zieht? Nun, der Grünen-Chef Kogler hat ja heute Abend gesagt, ja, ihre Bedingungen seien nun erfüllt. Und formal können sie ja auch nicht hineinregieren da in den Club
der ÖVP im Nationalrat, also in die Fraktion. Die dürfen den Fraktionsvorsitzenden wählen, den sie wollen. Und natürlich darf das auch die Partei. Also innerhalb der Grenzen, in der Kogler und die Grünen was zu sagen haben, hat er das erreicht, was er erreichen konnte. Es wurde gesagt, es wird geschlossen abgestimmt bei den Grünen. Aber bis zu der Nationalratssitzung am Dienstag ist ja noch ein bisschen Zeit. Und die Grünen in Österreich sind manchmal auch unberechenbar. Wir werden sehen. Wir sprechen uns gleich noch mal. Erstmal bis hierhin. Danke, Britta Hilpert. Wir kommen nämlich erstmal zu einem anderen europäischen Populisten unter Betrugsverdacht. Bei Tschechiens noch Regierungschef Andrej Babiš steht sogar der Vorwurf krimineller Geldwäsche im Raum. Er soll sich über eine Briefkastenfirma ein Schloss in Frankreich gekauft haben mit Geld ungeklärter Herkunft. Diese Enthüllungen der Pandora Papers brachten ihn öffentlich in Erklärungsnot. Das hat ihn jetzt mutmaßlich entscheidende Wählerstimmen gekostet. Bei den tschechischen Parlamentswahlen heute hat seine Partei nämlich verloren. Was eine Sensation ist, mit seiner Wiederwahl wurde eigentlich fest gerechnet. Doch das konservative Oppositionsbündnis Gemeinsam liegt knapp vor der Babiš-Partei. Auf Platz 3 liegt ein weiteres, eher linkes Parteienbündnis unter Führung der Piratenpartei. Wenn sich die beiden Oppositionsbündnisse zusammenschließen, und das haben sie angekündigt, dann können sie eine Mehrheit gegen Andrej Babiš bilden. Dann kommen wir noch mal zu Britta Hilpert in Wien, die als Korrespondentin dort nicht nur für Österreich, sondern auch für Tschechien zuständig ist. Das wird ja spannend in Prag. Was ist deine Vermutung? Wie geht's da jetzt weiter? Na, die Koalitionsgespräche zwischen den beiden Parteienbündnissen Mitte-Rechts-Bolu und Linksliberal-Pirstan, die haben bereits begonnen heute Abend. Aber das heißt noch nicht hundertprozentig, dass damit Babiš abgewählt ist. Denn jetzt liegt es am Staatspräsidenten Seemann. Der darf bestimmen, wen er mit der Regierungsbildung beauftragt. Und der ist bekannt im Land als enger Babiš-Verbündeter. Also ein bisschen muss man da noch abwarten. Aber insgesamt denke ich, war das insbesondere für die europäischen Nachbarn, für die EU, heute in Tschechien ein guter Tag. Denn Babiš war ja sehr kontrovers unterwegs innerhalb der EU, in der Migrationspolitik. Er hat selber Subventionen oder seine Unternehmen haben Subventionen der EU bezogen, die er verhandelt hat als Regierungschef. Ein untragbarer Interessenkonflikt war das. Die jetzigen Parteien, die gewonnen haben, wollen sich transparenter verhalten und auch mehr nach EU-Regeln handeln. Und das, denke ich, wäre gut für Tschechien und auch gut für die ganze EU. Dankeschön, Britta, für die Einschätzung. Derweil hierzulande die Union nach Lehren und Konsequenzen aus ihrem Wahldebakel sucht. Wobei die Analysen da bekanntlich teils sehr weit auseinander liegen. Zwei prominente Unionsleute haben heute schon mal persönliche Konsequenzen gezogen und dabei zugleich ein Zeichen gesetzt. Annegret Kramp-Karrenbauer und Peter Altmaier verzichten auf ihre Bundestagsmandate. Für sie sollen zwei Jüngere aus dem Saarland nachrücken. Den Nachdruck, mit dem AKK und Altmaier das mit notwendigen Generationswechsel begründeten, darf man durchaus als Wink mit dem Zaunfall an andere Parteifreunde verstehen. Und während die Union bei jungen Wählern ein Problem hat, liegen Grün und FDP bei den Erstwählern ja ganz vorne. Das verbindet sie sozusagen. Aber wie findet ihre jeweilige Parteijugend die neue grün-gelbe Annäherung? Britta Buchholz berichtet. Es werden deutlich mehr jüngere Abgeordnete sein, die hier etwas zu sagen haben. Der Reichstag verjüngt sich etwas. Jeder sechste FDP-Abgeordnete gehört zu den jungen Liberalen. Bei den Grünen gehört sogar jeder vierte der grünen Jugend an. Gerade die Erstwähler wählten vor allem Grün-Gelb. Das könnte Einfluss auf die Sondierungen haben. Wenn man die Jungen nicht mitnimmt, dann wird es sehr, sehr schwierig. Insofern werden die Parteiführungen Wert darauf legen, die Jungen einzubinden und auf die Positionen Rücksicht zu nehmen. Das heißt, der Schlüssel für einen Erfolg der Verhandlungen ist, dass die Jugendorganisationen mitgenommen werden. Aber was wollen die überhaupt? Beim Parteitag der Grünen Jugend in Erfurt warnen sie vor zu vielen Kompromissen. Ampel auf Grün, das ja, aber mit den richtigen Zielen. Mehr Klimaschutz, mehr soziale Gerechtigkeit. Aber wie viel darf das kosten? Der Zankapfel mit der FDP. Gerade wenn wir darüber reden, ob wir Löhne anheben, wenn wir darüber reden, ob Ausbildungsplätze garantiert werden, wenn wir darüber reden, was mit Hartz IV passieren soll, trennt uns sehr viel. Und das wird hart. Die Grünen wollen Geld investieren, vor allem ins Klima. Da wird es hart für die Sondierer, also auch für Ricarda Lang. Aber sie will keine roten Linien ziehen.
Wir haben sehr klar für uns gesagt, diese Sondierungsgespräche können nur funktionieren, wenn sie auf Ernsthaftigkeit, gerade auch bei der Frage, wie schaffen wir Investitionen für die Zukunft, aber auch auf Vertraulichkeit berufen. Ich glaube, wenn man jetzt anfängt, Kompromissangebote oder Möglichkeiten in der Presse auszutragen, wird genau das unterlaufen. Es geht hier auch um neuen Politikstil. Aber wie sehen das die Jungen bei der FDP? In Nordrhein-Westfalen, Landeskongress der jungen Liberalen. Sie glauben, gerade für die Jungen müssen große Reformen her, aber nicht um jeden Preis. Modernisierung des Bildungssystems. Das bedeutet, dass wir bei der Rente eine Reform brauchen. Und das bedeutet auch, dass wir Kompromisse nicht mit Geld zuschütten können, weil vor dem Verteilen kommt auch immer das Erwirtschaften. FDP und Grüne trennt Grundsätzliches. Verbote oder freier Markt, Hartz IV hoch oder beibehalten, Vermögensteuer ja oder nein. Es wird wohl kompliziert. Die Frage, wie man das Ganze finanziert und welche sozialpolitischen Vorstellungen man hat, das sind die dicksten Brocken, die man jetzt zur Seite räumen muss. Und da sehe ich noch nicht so recht, wie das gelingen könnte. Klar ist, die Jungen müssen im Blick behalten werden. Viele hohe Erwartungen an die Sondierer und viele scheinbar unüberbrückbare Differenzen. Und jetzt die Nachrichten von Heinz Wolf. In Halle an der Saale ist an die Opfer des antisemitischen Anschlags vor 2 Jahren erinnert worden. Ab 12.04 Uhr der damaligen Tatzeit läuteten die Glocken in der Stadt. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff legte einen Kranz nieder und warnte vor einer fortschreitenden Verrohung der Gesellschaft. Am jüdischen Feiertag Yom Kippur hatte ein schwer bewaffneter Rechtsextremist versucht, in die Synagoge einzudringen. Als ihm das nicht gelang, erschoss er 2 Menschen in der Nähe. In Berlin gab es gestern Abend eine Attacke auf einen ehemaligen israelischen Soldaten. Unbekannte sprühten dem 29-Jährigen Reizgas ins Gesicht und stießen ihn zu Boden. Zuvor hätten sie ihn auf seinen jüdischen Glauben angesprochen. Der Berliner hatte einen Pullover mit dem Emblem der israelischen Verteidigungsstreitkräfte getragen. Das LKA ermittelt. In Rom haben mehrere tausend Menschen gegen die Corona-Politik der italienischen Regierung demonstriert. Und es gab teils schwere Ausschreitungen. In Italien muss ab dem kommenden Freitag jeder Beschäftigte in der Privatwirtschaft oder im öffentlichen Dienst einen sogenannten grünen Pass haben, also einen Nachweis über Impfung, Genesung oder negativen Test. Andernfalls drohen Sanktionen. In den verschärften Spannungen um Taiwan hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zu einer Wiedervereinigung aufgerufen. Eine Vereinigung mit friedlichen Mitteln diene am besten den Interessen der ganzen chinesischen Nation, sagte Xi bei einer Feier in Peking. Anlass seiner Rede war der 110. Jahrestag der Revolution von 1911 in China. Peking sieht das heute freiheitliche Taiwan als Teil der Volksrepublik an und droht mit einer Eroberung. Teslas Gigafactory in Grünheide wurde heute feierlich eröffnet. Sie ist zwar noch nicht wirklich fertig, aber einige tausend Berliner und Brandenburger durften sie sich schon mal anschauen. Giga gucken sozusagen, was ein bisschen eine Mischung aus Besichtigung und Volksfest war. Künftig sollen dort 500.000 Elektroautos jedes Jahr vom Band rollen. Das ist jedenfalls die Ansage von Tesla-Gründer Elon Musk. Er kam heute höchstpersönlich angereist, was ja immer ein bisschen so wirkt, als lande ein Außerirdischer in Grünheide. Jan Mayer war dabei. Berlin-Brandenburg rockt. Elon Musk lässt sich feiern. Sein Auftritt ist Höhepunkt des Volksfestes auf dem Firmengelände in Grünheide. Der visionäre Unternehmer und derzeit reichste Mann der Welt ist kurz davor, ein weiteres Großprojekt fertigzustellen. Wir streben an, mit der Produktion hier in ein paar Monaten zu beginnen, im November oder Dezember. Die ersten Autos werden wir dann hoffentlich im Dezember ausliefern. Den Tag über besichtigen die Besucher die Produktionshallen. Hier sollen im 3-Schicht-System Elektroautos gebaut werden, mit denen Tesla den europäischen Markt erobern will. Schön, dass auch mal wieder in Deutschland investiert wird. Es gibt ja auch genug Firmen, die nur ins Ausland investieren. Und diesmal ist es anders. Das ist ja für die Region oder für Deutschland auch ein Gewinn. Die Medien blieben weitgehend ausgeschlossen, so wie auch die Bürgerinitiative vor dem Firmeneingang. Sie befürchten Verkehrschaos und Umweltverschmutzung. Die Fabrik liegt in einem Wasserschutzgebiet. Sorge bereitet der Plan, in Grünheide nicht nur E-Autos zu bauen, sondern ab nächsten Jahr auch die Batterien dazu. Was wir komplett ablehnen, ist die Batteriefabrik, weil von der Batteriefabrik die größten Gefahren ausgehen.
Hier sind Substanzen, die zum Einsatz kommen, die wir noch nicht mal kennen. In den Auslagen sind diese Substanzen geschwärzt. Große Hoffnung, die Fabrik ganz zu verhindern, haben sie nicht mehr. Trotz einiger Teilerfolge, so hat Tesla seinen ursprünglich geplanten Wasserverbrauch deutlich reduziert. Doch damit geben sich die Aktivisten nicht zufrieden. Unsere Arbeit geht natürlich weiter. Also wir werden weiter kämpfen, dass halt weitere Auflagen hier erfolgen und die nicht einfach machen können, was sie wollen. Für das Fest unter Corona-Bedingungen gaben die Behörden eine Ausnahmegenehmigung. So wie für den gesamten Bau bisher. 15 Teilzulassungen wurden bereits erteilt. Die endgültige Genehmigung steht noch immer aus. Ich bin an der Stelle optimistisch, dass dieses Jahr noch ein Auto vom Band runterlaufen wird. Ich kann das Ergebnis natürlich nicht vorwegnehmen, weil es ist noch ein laufendes Verfahren. Vorerst arbeiten die Roboter nur im Testbetrieb. Noch bis nächste Woche läuft online die zweite öffentliche Anhörung. Erst danach wird das Landesumweltamt endgültig entscheiden, ob Tesla wirklich einmal bis zu 500.000 Elektroautos jährlich in Grünheide produzieren wird. Und jetzt die Lottozahlen dieses Samstags. Sie lauten, wie immer ohne Gewähr, 1, 8, 11, 17, 47, 49. Superzahl 3. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Die Wetteraussichten für morgen. Vor allem südlich der Donau zähe Nebelfelder, sonst viel Sonne, im Westen einige Wolken. Höchstwerte 10 bis 17 Grad. Am Montag bei 10 bis 16 Grad, im Süden freundlich, sonst stark bewölkt mit Schauern. Ab Dienstag überall wechselhaft und deutlich kühler. Das war's von uns. Morgen dann wieder zur gewohnten Zeit um 21.45 Uhr. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.